Wir stehen hier jetzt direkt vor dem Amtssitz des Berliner Bürgermeisters, dem Roten Rathaus. Hier werden auch in Kürze Ausstellungselemente zu dem Wettbewerb zu sehen sein. Herr Kühne, was haben denn die Bürger bisher beigetragen und wie können sie auch in Zukunft Einfluss nehmen? Beim Wettbewerb für das Rathaus und Marx-Engels-Forum können wir uns zum einen auf die Ergebnisse des Prozesses zu den Bürgerleitlinien stützen. 2015 und 2016 haben sich mehr als 10.000 Berlinerinnen und Berliner aktiv beteiligt und haben die wesentlichen Grundlagen für die weitere Entwicklung dieses Freiraums festgelegt. Diese Bürgerleitlinien waren deswegen so folgenreich, weil sie anschließend auch einstimmig vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen wurden und deswegen für uns eine politische Grundlage für die weitere Entwicklung sind. Mit diesen Bürgerleitlinien sind wir in der Stadtwerkstatt. Das ist unser Veranstaltungs- und Partizipationsort hier in der Nähe in der Karl-Liebknecht-Straße gegangen und haben sehr viele Aspekte diskutiert und vor allem auch Rückmeldungen bekommen, welche konkreten Punkte in die Auslobung des Wettbewerbsverfahrens aufgenommen werden sollen. Diese Partizipationsprozesse werden wir dann auch im Wettbewerbsverfahren weiterführen. Und jetzt noch mal konkret in Bezug auf den Wettbewerb. Welche Aspekte der Bürgerbeteiligung sind direkt in die Auslobung des Wettbewerbs eingeflossen? Wir haben uns, wie schon gesagt, immer in der Diskussion und auch in der Auslobung an den Bürgerleitlinien orientiert. Wichtig war natürlich, dass die Bürgerleitlinien vorsehen, dass dieser Raum nicht bebaut werden darf und nicht privatisiert werden darf. Es soll ein grüner Raum sein, deswegen hat uns sehr stark interessiert, welche Qualitäten der Ort schon hat und was dazukommen kann. Es soll aber auch ein politischer Ort sein. Hier direkt vor dem Roten Rathaus haben die Bürger für einen Ort der Demokratie votiert. Wir wissen noch nicht so genau, wie die Teams das in Vorschläge umsetzen werden. Das ist einer der Punkte, die noch am offensten sind. Sie haben sich für mehr Wasser, für mehr Aufenthaltsqualität an der Spree ausgesprochen. Die Bürger und Bürgerinnen haben Vorschläge gemacht, wie man die Historie besser zur Geltung bringen kann. Und es war ihnen auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit Ideen, mit der Verkehrssituation auseinandersetzen. Denn heute haben wir an vielen Stellen noch breite Fahrbahnen, die diesen großen Freiraum zerschneiden und zu viel Lärm und Unruhe in diesen Raum bringen. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, an diesem Ort gibt es viele historische Schichten, die für Berlinerinnen identitätsstiftend wirken. Auch dies wurde durch die Bürgerbeteiligung sichtbar. Herr Kühne, können Sie uns etwas dazu erzählen? Was ist den BürgerInnen dazu besonders wichtig? Wir haben die Bürgerleitlinie 2, die historischen Spuren sichtbar machen hier im Freiraum. In archäologischen Grabungen in den letzten Jahren sind erste interessante Entdeckungen gemacht worden. Beispielsweise wurden die Keller des ältesten Berliner Rathauses ausgegraben. Man hat aber auch interessante Funde, beispielsweise aus den 30er Jahren, ausgegraben. Skulpturen, die von den Nationalsozialisten als entartete Kunst betrachtet worden sind. Darüber hinaus haben hier in 800 Jahren auch viele wichtige Personen gewirkt und gelebt. Einige haben schon Erinnerungsorte, so beispielsweise Moses Mendelssohn. Aber es gibt auch viele andere Prominente, wie etwa Theodor Fontane. Wir erwarten jetzt Vorschläge von den Gestaltern
an welchen Orten und mit welchen Mitteln auch an diese Personen und die historischen Ereignisse erinnert werden kann. Herzlichen Dank, Herr Kühne, für Ihre Zeit und für die Antworten in diesem Video. Ab dem 23. März können Sie die Ausstellungselemente auf dem Rathausforum vor dem Roten Rathaus sehen. Dort finden Sie Informationen zum Wettbewerbsverfahren, zu den bisherigen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen sowie zu diesem Ort und die Bedeutung des Ortes für die Berliner Mitte und ganz Berlin. Wollen Sie weiter auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Werkstattbericht. Der Newsletter wird alle 2 Wochen an Sie verschickt. Unter www.stadtwerkstatt.berlin erhalten Sie weitere Informationen zu Terminen und Planungen.